Warum bin ich in die Politik gegangen? Weil mein Herz mir es befohlen hat. Ich glaube, dass jeder von uns und eine jede in stillen Stunden, jedenfalls das kann man, glaube ich, lernen, in stillen Stunden sowas wie den Ruf des Herzens hören kann. Ich glaube, dass das immer schon da war, auch wenn man es noch nicht gehört hat. Mit 13 habe ich halt irgendwie Ministrantenwochen organisiert. Dann war ich halt Klassensprecher und Schulsprecher. Dann hat es mich fasziniert, dann haben wir am Elternsprechtag haben wir Kuchen gebacken selbst und Geld gesammelt für Hilfsprojekte. Und dann war ich Landesschulsprecher und dann war ich auch ÖH-Vorsitzender und dazwischendurch habe ich sehr viel ehrenamtlich gearbeitet, 20 Jahre in Vereinen. Damals habe ich schon recht einiges erlebt und verstanden gehabt und ich habe verstanden gehabt, dass ich nie von der Politik abhängig sein will. Weil wenn du abhängig bist von der Politik, materiell abhängig, dann wirst du zum Pfotenheber degradiert. Dann haben sie die dort, wo sie die haben wollen. Clubzwang, Hände falten, Goschen halten. Da bin ich zu revolutionär veranlagt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also habe ich gesagt, ich will auf eigenen Beinen stehen. War dann Unternehmer 12 Jahre. Habe meinen Hunger, meinen Durst nach Politik und diesem politischen gestillt als Berater auch in der Politik, war also systemischer Organisationsentwickler und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich will was Neues gründen. Davor mussten drei Dinge erledigt sein. Erstens, ich musste das Zutrauen haben, dass meine Firma, unsere Firma, unser Unternehmen auch überlebt, trotz meines Abgangs. Das ist für ein Dienstleistungsunternehmen gar nicht einfach. Zweiter Punkt, die jüngste Tochter, das jüngste Kind musste durchschlafen. Also meine Frau musste auch ein Stück weit das Okay geben und das kleinste Kind musste durchschlafen. Und dann war noch ein Punkt, ich habe große Ängste eigentlich gehabt davor. Also große Angstlust. Ich habe eigentlich viele Albträume gehabt früher. Politische Albträume. Hat mit Erfahrungen der ÖH zu tun, Brandanschläge an Hitlers Geburtstag und irgendwelche anderen Erlebnisse. Und das musste ich überwinden, weil sonst hätte ich das nicht tun können. Und da habe ich viel an mir gearbeitet. Und irgendwann war ich so weit, dass ich das Gefühl habe, die Lust ist jetzt größer als die Angst. Und dann haben wir es gemacht. Gemeinsam.